Ja, Mann. So. Wir müssen die Schnabeltier-Eier holen, glaube ich zumindest. Nach oben. Dun, dun, dun. Nimmt ihr die jetzt? Ich rühre grundsätzlich. Okay, dann gehen wir erstmal mit dem... Na, warte. Ah, Karte. Mit dem... Marktplatz. Klein Venedig. Guck mal, wie groß Klein Venedig ist, aber ist das einfach nur... Ah ne, der Waffenladen von der Olm gehört ja noch dazu. Genau. Zum Doc. Der Angler... Lol, hab ich viel. So, Glückskeks. Hey. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks? Wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst, vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ja, Mann. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Okay. Dann lass mich in Ruhe. Ach, nicht Wollevue, Bellevue. Wie komme ich denn auf Wollevue? Also klingt bestimmt auch schön. Also. Ausweis. Schnabeltier, was soll ich, in der Trapper oder so? Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfiebe. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert. Also so bescheuert. Der muss einfach funktionieren. Kann ich jetzt das scheiß Ei nehmen? Das wäre nämlich sehr vorteilhaft. Das sieht nach dem Eisding aus. Eisding, Flugding, weil da das Flugschnabeltier ist. Laut Fiebel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. So. Wo hatten wir denn noch Eier? Da ist das Erdschnabeltier-Ei. Da komme ich aber nicht hin, weil er zu doof ist, diesen scheiß Harken zu nehmen. In Klein Venedig war keins. Doch. Oder? Zerte Hafen zu Klein Venedig. Schnauze. Das Ei gehört dazu. Ich frage mich zwar, welches es ist, aber... Laut Fiebel ist das hier ein Wasserschnabeltier. Wasser. Lila Wasser? Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Okay. Bei Docs Werkstatt war einer. Das weiß ich. Da war nämlich das Ei im Schornstein. Vielleicht sonst irgendwas? Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Ich krieg's nicht raus. Rausbrechen? Laut Fiebel brüht. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Okay.
Noch das Feuerstammeltier, das ist so süß, das hat Angst vor dem Wasser. Mistigkeit ist das nicht an, ne? Ja, aber sie ist aus. Das ist ein Waffenladen, Marktplatz. Das können wir beides gleich schnell. Wir haben doch in der Kneipe ist eine Kerze. Warte, ist sie überhaupt an, wenn das Licht an ist? Ja. Hast die Akro geholt, ne? Ich mache jetzt erstmal die Eier. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja, Mann. So, in den Hafen. Zum Marktplatz. Also ich muss sagen, der schwimmende Schwarzmarkt ist geil gemacht. Docks Werkstatt. Ich hoffe doch, dass ich mit einer Kerze scheiß Kohle ankriege, wäre eigentlich relativ dumm, wenn ich. Wow. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. Alles klar. Kann ich die Tür zumachen? Nö, juckt den gar nicht. Dann einmal raufgehen. Jetzt das Ei nehmen. Und ich wette mit dir, er packt's einfach so an und es wird heiß sein. Laut Fibel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Au! Verdammt! Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Was? Ja, Schwerkraft, innerwärtiger Tempel. Habe ich jetzt? Ja, jetzt müsste es doch. Wo rollt denn das Ei? Ich sehe es nicht mehr. Der Einzige, der es eigentlich mehr sieht. Hey, warte, wenn das... So, dann rollst du noch da, rollst du runter. Ja, heute ist doch im Kreis, oder? Es ist doch so richtig, oder? Ich verstehe echt nicht, was ich machen muss.
das so richtig oder nicht? Nein, nicht überspringen, du Ollum. Ich will's lösen. Anscheinend buggt's ja. Ist ja eigentlich relativ egal. Es muss von der 1 zu 2 zu 3. Ich bin eindeutig überfragt. Nicht überspringen, ich will das Ei einfach nochmal neu starten. So müsste es auch richtig sein. Wo ist das Ei? Warte, so. Da. Und schon habe ich das Ei verloren. Also Fuck, entweder buggt das oder... Na, scheiß drauf. Wie viele Ei habe ich denn? 1, 2, 3, dann fehlt noch 1. Ist hier irgendwo ein Ei? Nein. Werkstatt? Nein. Bei der Wie waren wir? Tokrigasse? Nein. Hafen waren wir auch. Hier haben wir das Ei. Zum Dock. Hier ist auch kein Ei mehr. Können ja im Busseskutter mal nachgucken. Irgendwas Spannendes hier? Nein. Hä? Wo ist das letzte Ei? Das fällt mir jetzt nicht ein. Fuck! Hier habe ich das Ei genommen. Sind wir wieder vor Docks Werkstatt. Ich brauche irgendwo das Erdschnabeltier-Ei. Ich habe Feuer, Luft und Wasser.
Komm, wenn es jetzt nicht klappt, dann überspringe ich das einfach irgendwie. Irgendwie buggt das halt.